Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblicksvideo von mir. Letzte Woche wieder leicht positiv, im Großen und Ganzen muss man aber sagen, gab es jetzt keine allzu großen Veränderungen. Auf Basis der großen Indizes der Russell wieder relativ stark, was erstmal gut ist für die Marktbreite. Und auch die Equal Weight Indizes, zumindest die, ja, in beiden Fällen sowohl die Nasdaq als auch der S&P, also der RSP und der QQEV, leicht stärker als die jeweilige Benchmark. Auch noch ganz interessant, das ist am Freitag in den Twitter-Trends gewesen, Bull Market. Kann man jetzt draus machen, was man will, ist vielleicht eine ganz interessante Sentiment-Indikation. Und ja, mal sehen, ob sich das in der kommenden Woche dann bestätigen wird. Zu Anfang wieder der Risk-Disclaimer. Alles, was ich in dem Video sagen wird, ist lediglich meine Meinung und sollte weder als Kaufs- noch als Verkaufsempfehlung gesehen werden. Agenda, ähnlich wie immer am Anfang, wieder spreche ich ganz kurz über die Banken, was sich da getan hat. Ist immer interessant, nach wie vor interessant, vor allem weil wir jetzt auch die Zahlen von den ersten größeren Banken und auch von der ersten größeren Regional Bank letzte Woche bekommen haben. Und dann natürlich das Main Event der CPI, also die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise, den PPI. Ja, hier vielleicht als erstes mal wieder diese jeweiligen Programme, die am Laufen sind, also das Discount Window, das BTFP-Programm und die FDIC-Loans. Wie man hier sehen kann, alle weniger geworden in der letzten Woche. Hier ist es auch ganz auch nochmal grafisch dargestellt im Week-over-Week-Change. Langsam aber sicher, kann man sagen, wird es weniger, was natürlich nichts anderes heißt, als dass der Stress aus dem Bankensystem langsam abnimmt. Die Bilanz habe ich hier unten auch wieder eingeblendet von der Fed an sich. Letzte Woche weiter zurückgegangen, nicht mehr so stark wie die Woche zuvor, aber trotzdem weiter rückläufig. Und da fand ich noch ganz interessant von Jamie Dimon, also dem CEO von JP Morgan, eine Aussage beim Earnings Call. Und zwar hat er gesagt: You're gonna see next week. Regional banks have pretty good numbers. A lot of people are going to take actions to alleviate some of the issues they may have going forward. You've already seen things calm down quite a bit, particularly in deposit flows. Also im Endeffekt, genauso wie ich gerade gesagt habe, dass er eben davon ausgeht, dass die Regional Banks positiv überzeugen werden in der kommenden Woche. Und dass der Stress hier langsam aber sicher abnimmt. Dazu anschließend auch noch ganz interessant, und zwar zeigt die Grafik hier quasi, wie sich die Einlagen im Week-over-Week-Bereich bei Banken an sich und größeren und kleineren Banken verändert haben. Und hier kann man sehen, letzte Woche hier auch nochmal zusammengefasst, gab es eine Net-Inflow, das heißt, es gab mehr oder es wurden also quasi die Einlagen haben zugenommen bei sowohl großen als auch kleinen Banken. Bank deposits rose 60 billion from the previous week, mostly offsetting all of the previous week's decline. Also ganz interessant, dass die Einlagen hier zurückkommen. Das ist sicherlich auch ein positives Zeichen. Natürlich kommen die nicht alle zurück zu den kleineren Regional Banks. Das ist keine Frage. Sieht man auch hier relativ schön. Das eben hat man jetzt die Woche gesehen, weil halt JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup und eben PNC, das ist eine größere Regional Bank, alle jetzt Zahlen gemeldet haben, wie sich deren Einlagen verändert haben. Und das ist hier mal gegen Ende 2022 bis jetzt. Man sieht, JP Morgan haben 1,5% dazu gewonnen. PNC hat auch ganz leicht dazugenommen, was erstmal positiv ist, weil es wie gesagt eine Regional Bank ist und Wells Fargo und Citigroup haben jeweils leicht verloren. Das heißt, der große Gewinner im Endeffekt von der ganzen March Madness ist zweifelsohne JP Morgan, die ja, größte und beste Bank der Welt. Nicht umsonst. Dann CPI und PPI. Beide, also sowohl der CPI positiv als auch der PPI, sieht man hier relativ schön. Ich habe hier wieder eingeblendet die Core-Rate und die Headline-Rate, einmal im Month-over-Month-Bereich und einmal im Year-over-Year-Bereich. Und man sieht eben beim CPI war die Month-over-Month-Headline-Rate weniger stark gestiegen als erwartet und auch im Year-over-Year-Bereich weniger stark gestiegen als erwartet. Und hier ist auch nochmal der Year-over-Year-Headline-Chart eingeblendet. Man sieht hier relativ schön, das ist doch stark rückläufig. Der PPI war sogar noch ein Ticken positiver, weil so, hier waren dann auch die Core-Raten unter den Erwartungen. Man sieht, hier wurde im Month-over-Month ein Zuwachs von 0,3% erwartet. Tatsächlich war es einer von minus 0,1%, das heißt deutlich Unterschätzungen. Und auch die Headline-Number sowohl im Month-over-Month als auch im Year-over-Year-Bereich sieht man auch hier in den zwei Grafiken relativ deutlich, ja, deutlich unter Erwartungen. Das heißt, die Erzeugerpreise kommen mittlerweile doch schon recht ordentlich zurück. Beim CPI gibt es aber weiter ein Problem. Der Chart zeigt es relativ deutlich und zwar vergleicht der einmal die Headline-Number, also den roten Strich hier, die rote Linie. Das heißt, da ist alles mit drin. Also Food and Energy wird berücksichtigt und dann halt noch die Core-Rate, also ohne Food und Energy. Man sagt dazu Core, warum wird es rausgerechnet? Oftmals, weil es eben die beiden volatilsten Komponenten sind.
Und dementsprechend ist es interessant, die mal nicht zu, oder halt, was, wie es aussieht, wenn die nicht beachtet werden. Und man sieht relativ schön, das ist die schwarze Linie. Die ist doch deutlich konstanter und weniger stark rückläufig als eben die Headline-Nummer. Und das ist eben dann auch der Part, wo man von der sogenannten Sticky Inflation spricht. Also einfach, die ist klebrig, die ist nicht so leicht wieder abzuschütteln. Und hier ist vor allem halt die Service, also die Dienstleistungskomponente relativ hoch. Ja, und das gilt jetzt halt weiter zu beobachten. Dann Price Action. Wir sehen hier relativ schön, der S&P ist mittlerweile so in etwa an den Verlaufshochs von der Januar-Bärenmarkt-Rallye angekommen, um die 420er-Marke rum. Wird interessant dann, ob die kommende Woche final getestet werden kann, vielleicht sogar rausgenommen, wer weiß. Bonds auf der anderen Seite sieht man natürlich schön, die konnten die Verlaufshochs nicht rausnehmen. Da gab es jetzt einen Turn letzte Woche, das heißt, die Renditen sind wieder stärker angestiegen. Habe ich gleich auch noch wieder einen Chart dazu und die Folgen davon. Öl. Da haben die OPEC-Output-Cuts tatsächlich Wunder gewirkt, wie man so schön sehen kann, weil, also Stand jetzt sieht es wirklich danach aus, als könnte dieser Breakout über die Range seit Dezember letzten Jahres tatsächlich gehalten werden, was natürlich für den Sektor definitiv bullish sein sollte. Und was auch ein, ja, wieder positives Signal ist für alle Risk Assets, der Bitcoin, nicht nur Bitcoin, auch Ethereum, also Kryptos an sich, in letzter Zeit wieder deutlich stärker oder deutlich besser unterwegs. Und ja, das signalisiert immer eine gewisse Risikofreude. Hat man letzte Woche auch gesehen mit Mara, Riot, Hive und so, die ganzen Sympathy Plays, MicroStrategy. Alle gut gelaufen, was natürlich erstmal diesen High-Beta-Bereich ja, anfeuert und dementsprechend positiv zu werten ist, meiner Meinung nach. Ja, dann die Zinskurve, ich habe es gerade gezeigt, der Week-over-Week-Change sowohl im Geldmarktbereich als auch vor allem im Kapitalmarktbereich extrem positiv, also hier auf breiter Basis zugelegt. Woran lag das? Naja, dass eben diverse Daten, jetzt nicht nur der CPI und der PPI, sondern halt auch die Retail-Sales und die Inflation-Expectations-Komponente in den Michigan Consumer Sentiment-Umfrage. Da kamen die deutlich über Erwartungen rein und da sind die Renditen am Freitag nochmal deutlich gestiegen. Und ja, was impliziert das Ganze? Naja, nichts anderes als das eben hier dargestellt anhand des CME Fed Watch Tools, die 25 Basispunkte beim nächsten Fed-Meeting im Mai, also Anfang Mai, quasi eingepreist sind mit 78%. Es gibt bis dahin auch nur noch einen wirklich wichtigen Report und das ist der PCE-Report Ende des Monats für den März. Sonst kommt nichts mehr, also keine Inflationsdaten mehr etc. Und dementsprechend kann man schon davon ausgehen, wenn jetzt nichts noch Krasses passieren sollte, also wenn jetzt nicht noch eine weitere Bank kollabiert, wonach es aktuell nicht aussieht und die Earnings nicht allzu miserabel werden, gehe ich davon aus, dass wir nochmal 25 Basispunkte sehen dürften. Allerdings muss man auch sagen, Anfang der Woche sieht man hier unten, war man da mit 71% und jetzt ist man bei 78%. Das heißt, einen großen Unterschied gab es dann da auch nicht mehr. Aber es ist halt relativ eindeutig, dass nochmal mit einem 25 Basispunkte Zinsschritt gerechnet wird. Ja, dann Sektoren. An der Spitze letzte Woche wieder interessant. Die Homebuilder, die sind weiterhin extrem robust und ja, dominieren. Auch der TAN war wieder solide unterwegs, also der Solarbereich. Und dann halt auch vor allem am Freitag die Banken, also der XLF, weil eben wie gesagt da die Zahlen gerade von den großen Banken doch sehr positiv waren. Und der Medical Devices Bereich, also der IHI, auch weiter gut unterwegs. Verlierer waren, was heißt Verlierer, wirklich stark unter Druck gekommen ist letzte Woche nichts, also was die Sektoren angeht. Aber Utilities, also Versorger und auch Flugzeuge, Jets nach eher schwachen American Airlines Zahlen oder United, ich weiß gar nicht mehr, wer gemeldet hat, eher schwächer. Und der KRE, also der Regional Banks ETF, der konnte auch überhaupt nicht profitieren von den PNC-Zahlen bzw. XLF-Zahlen, also Big Banks-Zahlen. Der kam auch vor allem am Freitag wieder deutlich unter Druck. Hier melden nächste Woche sehr viele Zahlen, sehen wir auch gleich noch in der Übersicht und ich bin dann mal gespannt, wie sich das Ganze, also wie sich der dann entwickelt, weil für mich Stand jetzt ist nicht ganz nachvollziehbar, warum bis dato da nach wie vor keine Erholung eingesetzt hat, weil es halt für mich fundamental dann doch nicht mehr so schlimm aussieht, wie jetzt vielleicht noch vor 3 Wochen. Ja, das Ganze dann nochmal in der Heatmap, ja, sieht man relativ schön, vor allem die Big Techs waren wieder gut unterwegs die Woche, die tragen die Nasdaq gerade auf jeden Fall so ein bisschen. Finanzwesen sieht man JP Morgan mit knapp 10%, das ist schon echt ordentlich. Bank of America 6,5%. Ja, im Großen und Ganzen positiv. Dann jetzt nächste Woche wird die erste Woche, wo richtig viele Zahlen kommen. Also direkt Montag vor dem Open Charles Schwab, einer der größten Verlierer der jüngsten Bankenkrise. Bankenkrise in Anführungszeichen, Regional Banks, Bankenkrise. Und dann habe ich hier mal auch markiert die ganzen Regional Banks: M&T Bank, First Bank, Service First Bank.
Die melden alle kommende Woche. Die US Bank Corp ist auch eine größere Regional Bank. Also wird extrem interessant. Und dann natürlich auch noch Netflix, Johnson & Johnson, Goldman, Lockheed Martin. Also ich brauche es, glaube ich, nicht alle durchgehen. Jeder kann sich das Bild anschauen. Ich will damit nur verdeutlichen, nächste Woche geht es wirklich richtig los. Und vor allem halt auch aus allen Sektoren. Also auch eine Tesla, ASML, Morgan Stanley. Das ist noch ganz interessant. Procter & Gamble, logischerweise Schlumberger. Oil & Gas Equipment ist interessant. Freeport, Kupfer dürfte wichtig werden. TSMC, American Express. Ja, also volles Programm, definitiv. Highlight dürfte traditionell der Mittwoch After Hours sein. Mit, ja, obwohl, Dienstag ist auch nicht ganz schlecht. Ja, auf der anderen Seite Economic Events, also Economic Calendar, relativ dünn. Es gibt eigentlich nur wirklich viel aus dem Housing-Bereich, also Building Permits, Housing Starts, Existing Home Sales am Dienstag und am Donnerstag und dann noch am Freitag die Flash PMIs von S&P Global, aber ja, nichts Marktbewegendes meiner Meinung nach. Natürlich wie immer, Fed Speech muss man beachten. Dann jetzt im zweiten Part, wechsle ich rüber in TradingView wie immer und gehen so ein paar Werte von meiner Watchlist durch. Hier sieht man meine aktuellen Positionen, die Fokusliste und ja, hier dann die ausgewählten Positionen. Ich werde die Grafik auch wie immer in Discord posten. Wen das interessiert, da kann man die Videobeschreibung schauen, da ist ein Link zu Discord zu finden. S&P habe ich im Endeffekt gerade schon drüber gesprochen. Wird wichtig, wie wir diese Zone kommende Woche, also ob wir es schaffen, da drüber zu schließen oder ob die erstmal als Resistance dient. Ich gehe von erster und zweiterem aus. Hängt natürlich aber stark davon ab, wie die Earnings werden, muss man dazu sagen. Würde mich aber nicht wundern, wenn man quasi weiter hier in dem Bereich verharrt, aber jetzt nicht wirklich direkt drüber schießt. Sieht in der Nasdaq im Endeffekt ähnlich aus, nur dass es hier halt die jüngsten Verlaufshochs sind. Der Russell, da ist deutlich mehr Luft, da ist eigentlich erstmal wichtiger, dass man die Supportzone hier unten hält. Wäre umso positiver, wenn man die jüngsten Verlaufshochs rausnimmt, aber erstmal ist es wichtig, hier nicht runter zu rutschen. Und ja, der QQEV, also der Equal Weight Nasdaq, wo die Big Caps eine weniger dominante Rolle spielen, da sieht der Chart dann schon wieder sehr ähnlich aus wie zum S&P, dass man eben diese Verlaufshochs aus dem Januar jetzt zumindest mal testen könnte. Der RSP, der Equal Weight S&P, der hat auch noch deutlich mehr Luft. Dann Renditen gerade angesprochen. Ich habe hier mal die 10-Jährigen und die 2-Jährigen, also kurz- und langfristige Kapitalmarktrenditen. Man sieht sie relativ schön. Tiefs wurden mittlerweile verteidigt. Auch hier so eine Supportzone der 10-Jährigen oben, ja, 3,3%. Der 20-Day wurde am Freitag wieder erobert, wie gesagt, im Zuge der deutlich höheren als erwarteten Inflation Expectations. Und jetzt ist man im Endeffekt wieder in so einer Range oder tote Zone. Ja. Der Dollar könnte davon auch, der hat am Freitag auch relativ stark geschlossen und gab ein schönes Reversal. Ich gehe davon aus, dass auch der von diesen erstmal wieder höheren Renditen etwas profitieren dürfte. 20-Day-Test definitiv denkbar. Dann Kryptos, Ethereum und Bitcoin. Ja, stabiler Aufwärtstrend, gibt es wenig zu sagen. Pullbacks, wahrscheinlich tendenziell kaufenswert. Ich spiele das Ganze meistens über die Sympathy Plays, also die Aktien als Mara, Riot, MicroStrategy, Hive und so Dinge. Aber ja, definitiv ein interessanter Sektor aktuell. Öl auch angesprochen. Dazu auch noch interessant, letzte Woche Kupfer mit einem. Am Freitag konnte der Move nicht wirklich bestätigt werden, aber auch um die jüngsten Verlaufshochs. Ist auch erstmal ein positives Zeichen. Und auch Gold. Da gab es am Freitag eine ein Pullback, kann man schon sagen. Ich denke, das hängt auch mit den Daten zusammen, beziehungsweise halt auch mit der Bewegung im Dollar, die natürlich Gold nicht entgegenkommt. Weil starkes Gold, wenn Gold wird in Dollar gehandelt, das heißt, wenn der Dollar stärker ist, können sich andere Parteien, die in anderen Währungen zahlen, in der Regel weniger Gold leisten, so ist da der Trade. Ist aber in allen anderen Rohstoffen prinzipiell erstmal gleich, dementsprechend das alleine dafür verantwortlich zu machen, ist nicht ganz korrekt. Trotzdem sicher ein Grund und man könnte einfach sagen, dass Gewinnmitnahmen waren bei Gold natürlich fantastisch gelaufen ist, bis dato auch hier Pullbacks tendenziell interessant. Dann Sektoren. Ich finde von der Price Action her, man sieht es jetzt in den Indizes oder halt in den einzelnen ETFs nicht so gut, aber ARKK, also High Growth, ganz attraktiv, was die Price Action angeht. Dementsprechend bin ich da auch ein bisschen übergewichtet positioniert. Auch der Biotech-Bereich anhand des IBBs Trackbar oder auch dem XBI, also dem Equal Weight Biotech ETF, weiterhin ganz attraktiv. Hier wurde jetzt der Breakout am Donnerstag, da gab es jetzt am Freitag den kleinen Pullback. Wenn der gekauft werden sollte, dürfte hier weiter Aufwind drin sein kommende Woche. Und dann halt, wie schon angesprochen, den ITB, also den Homebuilder-Bereich, kann man über den hier tracken, also über den ETF und auch den XHB. Beide ETFs befinden sich so um ihre Verlaufshochs und wäre jetzt mal wichtig, dass man die nach oben hin verlässt. Nächste Woche gibt es von DR Horton noch Zahlen. Allerdings haben hier KB Homes und
Lennar auch schon Zahlen gemeldet, dementsprechend erwarte ich da jetzt nicht so viele neue Einblicke. Trotzdem Topwatch für die kommende Woche. Und dann finde ich auch noch interessant im Zuge des wieder stärker zunehmenden Ölpreis, den OIH, das sind Oil and Gas Services, hat sich auch wieder gefangen. Aber auch der XLE natürlich interessant, wenn hier diese Hochs kommende Woche rausgenommen werden sollten, könnte es vielleicht ruckzuck wieder Richtung 90 Dollar gehen. Ja, eher bärisch oder weniger positiv gestimmt bin ich für den Halbleiterbereich. Einer der größten Gewinner dieses Jahres bis jetzt, konnte aber letzte Woche von der Rallye nicht wirklich profitieren. Hier ist es wichtig, dass diese Verlaufstiefs um 250 Dollar nicht fallen, weil die fallen, erkürzt meiner Meinung nach, einfach aufgrund des, wie gut das im Bereich gelaufen ist, verstärkt Gewinnmitnahmen geben und vielleicht einfach Rotationen in andere Bereiche und dann wäre die Zone hier unten interessant. Deshalb wichtig, dass das hält. Ja, dann, wie gesagt, meine eigenen Positionen. Ich bin bei DraftKings mit dabei, bei Palantir, bei Samsara, also alles eher High Growth Plays. Wie gesagt, finde ich von der Price Action her mit am interessantesten aktuell. Aber dann noch Zoetis und Chevron und Lennar, also Homebuilding, Healthcare und Oil and Gas. Dann Fokusliste für die kommende Woche. Erneut Salesforce. Salesforce finde ich vom Chart her, was größere Tags angeht, mit am interessantesten. Schöner Pullback, der wurde am Freitag gekauft oder halt an 20 Day verteidigt. Ja, dementsprechend bullish. Dann habe ich einige auch kleinere Biotechs mit dabei. ASRT in dem Fall hier gefällt mir der Chart schon länger relativ gut. Und wie gesagt, im Zuge der Sektorstärke könnte hier mal wieder ein bisschen mehr drin sein. BioMarin ist ein größeres Biotech. Hier gab es einen größeren Pullback. Hat sich mittlerweile aber auch wieder gefangen und über dem 20 Day etabliert. Auch hier könnte der Breakout über die Verlaufshochs kommende Woche möglich sein. Dann im Tech-Bereich habe ich unter anderem weniger bekannte Aktien mit dabei. INTA, die ist auch dünner, wie man hier sieht, so nur knapp 350.000 Stücke am Tag, die gehandelt werden. Trotzdem, ja, der Chart spricht für sich im Endeffekt. Auch hier Continuation ganz einfach. Dann zum Cyber-Security-Bereich, CrowdStrike. Ich denke, das muss sich niemand erklären, die werden die meisten kennen. Auch hier Price Action gefällt mir relativ gut. Da gibt es auch zeitnah keine wichtigeren Zahlen aus dem Bereich, dementsprechend. Ja. Zuge der Tech-Stärke weiter interessant. Dann habe ich nochmal die CME mit dabei. Das ist der ehemalige Chicago Mercantile Exchange. Auch relativ gut gelaufen. Jetzt sind 20 Day zurückgedippt. Dementsprechend, wenn hier kommende Woche die jüngsten Verlaufshochs oder Tageshochs am Freitag rausgenommen werden sollten. Auch interessant meiner Meinung nach. Dann Lululemon. Die haben ja starke Zahlen gemeldet und jetzt seitdem so ein bisschen eine Range ausgebildet. Könnte nächste Woche, wenn die nach oben hin verlassen werden sollte, sind meiner Meinung nach die All-Time-Highs interessant und dann vielleicht sogar neue All-Time-Highs. Dann halt, ich habe den Homebuilding-Bereich schon angesprochen, Toll Brothers und KB Home habe ich beide mit drauf. Auch hier ist im Endeffekt ein Breakout aus einer längeren Range denkbar, wenn der Sektor sich weiter gut hält. Gute DHI-Zahlen wären da definitiv hilfreich. KBH, ähnlicher Chart. Wie gesagt, hier sind die Zahlen schon durch. Und dann noch aus dem OIH, also Oil and Gas Service-Bereich, Tidewater, die machen solche Service-Schiffe. Auch einer, der natürlich fantastisch gelaufen das letzte Jahr über, jetzt Anfang des Jahres ein bisschen schwerer gehabt oder eher konsolidiert. Oder ja, was ist Anfang des Jahres, den März halt vor allem. Und der war jetzt wieder stabilisiert und wie gesagt, im Zuge des stärkeren Ölpreises und halt auch der ja, eher wieder Sektorstärke könnte die Aktie wieder interessant werden. Ja, ansonsten die ganze Watchlist ist wie gesagt in dem Screenshot mit dabei. Wenn das interessiert, der kann in Discord schauen oder einfach im Video nochmal zurückspringen. Das war's dann von meiner Seite und ich bedanke mich immer fürs Zuschauen und hoffe, man liest sich dann im Discord kommende Woche.